Unser Körper besitzt einen unglaublich kraftvollen Selbstheilungsmechanismus. Wenn wir uns wirklich die Chance geben, dann ist enorm vieles möglich in kurzer Zeit. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Über genau diesen Selbstheilungsmechanismus möchte ich heute sprechen. Ich möchte dir mitgeben aus meiner Erfahrung, was wirklich möglich ist, wenn wir die richtigen Bedingungen für unseren Körper auch kreieren, was dann auch in kurzer Zeit passieren kann. Erstmal habe ich die letzten Jahre festgestellt, wie viele gesundheitliche Baustellen unserer Gesellschaft alle möglichen Menschen haben. Und es ist immer wieder schade zu beobachten. Von chronischer Müdigkeit, Trägheit, wenig Energie, Unwohlsein, Verdauungsproblemen, Allergien, Gereiztheit, mental-kognitive Einschränkungen, bis hin dann sogar zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Und ich weiß, wenn wir den richtigen Lebensstil praktizieren, unserem Körper die richtigen Dinge zur Verfügung stellen auch und abträgliche Faktoren vermeiden, dann müssen wir nicht diese ganzen Beschwerden erfahren. Also wenn wir wirklich uns in einer robusten Gesundheit halten, unseren Körper, dann treten diese ganzen Beschwerden nicht auf. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, weil ich immer wieder wahrgenommen habe, dass viele Menschen sich durch ihr tagtägliches Verhalten diesen Selbstheilungsmechanismus stören. Jeder Organismus hat diese Fähigkeit, sich selbst zu heilen, zu regenerieren und zu entgiften. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen sich gar nicht wirklich diese Chance geben, dass das wirklich auch effizient ablaufen kann. Weil unser Körper will uns helfen. Der versucht tagtäglich immer sein Bestes, um uns wieder in Einklang zu bringen. Das Problem ist aber, dass die meisten Menschen eben nicht im Einklang mit dem Körper arbeiten, sondern genau das Gegenteil, dass sie abträgliche Faktoren die ganze Zeit zuführen. Sei es bei der Ernährung, dass die falschen Lebensmittel in zu großen Mengen zur falschen Uhrzeit gegessen werden, dass konstant auch gesnackt wird. Oder auch insgesamt vom Lebensstil Bewegungsmangel, fehlende Regeneration, fehlende Entspannungsphase und auch ungenügender Schlaf. Und das sorgt dafür, dass sich diese ganzen Volkskrankheiten manifestieren. Und ich habe wahrgenommen, bei dem Selbstheilungsmechanismus, den ja jede Spezies, jeder Organismus auch hat, geht es darum, einmal auf der einen Seite abträgliche Dinge zu vermeiden und auf der anderen Seite immer mehr von den Dingen zu integrieren, die uns vielleicht noch gerade fehlen könnten. Es geht um die optimale Bedarfsdeckung hier an dieser Stelle und hier um die Belastung durch äußere Faktoren möglichst extern zu gering zu halten. Und das ist super entscheidend und ich habe wirklich wahrgenommen, wenn wir genau das einleiten, und ich komme jetzt gleich auf die ganzen Strategien drauf ein, wie wir jetzt das vor allem bestmöglich durchführen können, was dann in kurzer Zeit machbar ist, was unser Körper dann einleitet, der wird alles versuchen, wieder in Harmonie zu bringen. Und genau das möchte ich dir mitgeben, weil diese gesundheitlichen Baustellen, die ich aufgezählt habe, die können wir wirklich überwinden, wenn wir an der Ursache ansetzen und vor allem erstmal diese abträglichen Dinge vermeiden. Und da geht es nicht darum, bei der Selbstheilung jetzt irgendwelche speziellen Mittelchen einzunehmen, irgendwelche Pülverchen, irgendwelche speziellen Supplements, Nahrungsergänzungen. Klar, es gibt gewisse Dinge, die unterstützen können, auch unseren Bedarf zu decken, dass unser Körper alles hat, was er braucht und dann auch gezielt, dass alles gut arbeiten kann. Die Leber, Bauchspeicheldrüse braucht natürlich auch gewisse Nährstoffe. Aber in erster Linie, warum die Selbstheilung bei den meisten Menschen nicht wirklich effizient stattfindet, ist, weil sie eben diese abträglichen Faktoren mit dabei haben. Und da ist es super wichtig, diese Säulen, über die ich auch immer wieder spreche, über Bewegung, über Ernährung, über Regeneration und auch über unsere mentale Einstellung so zu polen, dass unser Lebensstil im Einklang ist und dass wir wie eine Möglichkeit für unseren Körper kreieren, durch auch Entgiftung, dass er ständig Abfallstoffe ausleiten kann und auf der einen Seite dann Blockaden beseitigt werden und im nächsten Zuge dann auch der Körper sich um diese interne Selbstheilung kümmern kann. Und jetzt gibt es eben ein paar Strategien, die noch tiefer reingehen hier, sehr, sehr wichtig. Einmal Fasten ist natürlich das mit effektivste Mittel, um den Körper zu entlasten und so auch die Selbstheilung zu aktivieren, ist schon seit Jahrhunderten bekannt dafür, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden als Wasserfasten, machen die ganzen anderen Spezies auch, wenn sie krank sind und irgendwas heilen wollen, Wasserfasten. Wichtig hier auch an dieser Stelle zu sagen, richtig angewandt, sich auszukennen hier und auch häufige Fehler zu vermeiden. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Ernährungsumstellung. Wir haben gezielte Entgiftung durch auch weitere Strategien, wie zum Beispiel Saftkur, was auch den Körper sehr, sehr gut entlastet, den Verdauungstrakt durchspült und insgesamt die 5 Ausscheidungskanäle sehr gut unterstützt. Und das waren aus meiner Erfahrung so die mit wichtigsten Sachen. Also diese Säulen, die ich aufgezählt habe,
Bewegung, Ernährung, Regeneration, mentale Einstellung, tiefer reingehen mit Wasserfasten, diese mit Saftkur auch und da vor allem sich gut auskennen und vor allem das individuell Anwendbare vornehmen und nicht einfach jetzt blind rein starten ohne irgendeinen Plan. Und wenn wir jetzt genau das bei dir mal anschauen sollen, wenn wir betrachten sollen, wo stehst du jetzt gerade aktuell und wie kannst du jetzt für dich diese Selbstheilung erlauben, dass du jetzt gesundheitliche Baustellen überwinden kannst? Vielleicht fühlst du dich noch nicht so wohl in deinem Körper, du hast irgendwelche Verdauungsprobleme, Hautunreinheiten und möchtest das jetzt gerne loswerden, deinen Körper wieder in Harmonie bringen. Und genau das würde ich mir auch wünschen für dich, dass du das hinbekommst, weil ich selbst erfahren habe, anhand der letzten Jahre, anhand meiner Fastenerfahrung, auch mit meiner Ernährungsumstellung, dass ich diese gesundheitlichen Baustellen hatte, diese Wehwehchen hatte und die einfach überwinden konnte. Und nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei meinen Kunden, wenn wir das gemeinsam angehen, zum Beispiel über einen Zeitraum von 3 Monaten, was sich dann wirklich fundamental verändern kann in ihrem Leben, was sich dann für eine ganz neue Lebensfreude einstellt, ein ganz neues Lebensgefühl. Und genau das möchte ich dir auch mitgeben und wenn wir das bei dir mal anschauen sollen, dann trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link ist drunter in der Beschreibung und da finden wir gemeinsam heraus, wie kommst du jetzt bestmöglich voran und wie kann ich dich da auch auf deinem Weg unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du noch diesem Video einen Daumen nach oben da lässt, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du auch den Kanal abonnierst, das unterstützt, dass ich hier weiterhin gut diesen Content euch liefern kann. Und ansonsten wünsche ich dir einen großartigen Tag, wo auch immer du bist und bis bald.